Yay, und weiter geht's hier. Heute ist es Sonntag. Yay, ja genau. Was sage ich eigentlich? Yay, es ist Wochenende ist fast vorbei. Ach, man hängt da jetzt eher so verdammt, Wochenende ist schon wieder vorbei. Es musste bald schon wieder los hier und ja, wo sonntags finde ich doch eigentlich immer sehr schön. Da gibt's ja meist so ein ausgiebigeres Frühstück, dass man da so schön vergenussfertigt. Doch finde ich schön. Doch. Also eigentlich zumindest. Wenn denn das nicht immer bedeuten würde, dass die Woche, also die neue Woche gleich anfängt. Ich muss sagen, montags ist so ein unbeliebter Tag, ne? Ach so, heute gibt's ja auch übrigens einen neuen Tipp. Ja. Darf ich nicht vergessen, zwischendurch dran zu denken, dass ich den auch irgendwann während der Folge gebe. Das wäre sonst fatal, ne? Ihr müsst ja weiter. Also bisher gab es ja auch keine neuen Rateideen. Nachdem ganz zu Beginn ja etliche der Meinung waren, sie müssten wild drauf losraten, ohne irgendeinen Hinweis zu haben. Und ich garantiert nicht irgendein Spiel nehme, was jeder kennt. Das wäre sonst viel zu einfach. Also bitte. Könnte ich mir gleich an die Stirn tackern, welches Spiel das ist. Es ist im Moment recht ruhig geworden. Ich möchte mal sagen, ich glaube, die Leute warten jetzt so ein bisschen ab. Ja, das ist so meine Vermutung, ja, dass ihr so ein bisschen abwartet. Von wegen so, hey, ich warte jetzt mal, bis ich ein paar Hinweise habe. Weil ich will es nicht übertreiben. Hatte ich auch gesagt, ne? Also wer da die ganze Zeit einfach sinnfrei irgendwelche Sachen postet, den beachte ich dann auch gar nicht. Oder berücksichtige ich da gar nicht, weil... Ganz ehrlich, wenn ich wirklich die komplette Release-Liste des Jahres aufliste, dann, das wäre dann nicht dabei. Ja, stimmt. Ja, ach ja. Also das ist so, ich sag mal, das war jetzt so ein kleiner Bonus. Oder? Oder doch nicht? Oder, ja, mit meinem Hinweis, ich bin noch nicht ganz sicher, ich überlege mir das spontan während der Folge, was ich denn ergebe, sonst habe ich mir das immer so ein bisschen überlegt. Heute mal nicht, ich dachte mir heute so, bist du mal ganz spontan hier, wer weiß, was du da dann raushaust. Ich bin mal selber gespannt, was ich da für einen Hinweis gebe. Wahrscheinlich ist er total sinnfrei und bringt überhaupt gar nichts. So, aber wir kriegen Setzlinge, sehr schön. Na komm, ich brauche noch ein paar. Oh, ein Apfel, sehr schön. Irgendwo musste ich doch jetzt noch hier einen Baum neu setzen, oder nicht? Oder doch? Nee, irgendwie nicht. Aber hier können wir mal welche setzen. Hier ist ein bisschen kahl. Kennt das eigentlich einer? Lamas mit Hüten? Total geil. Ja, ich muss sagen, die ersten beiden finde ich gut. Es gibt ja noch einen dritten. Den finde ich total daneben. Ich weiß nicht, das ist dann schon wieder so oft... Es wirkt so zumindest so auf Zwang irgendwie, weiter versuchen, das Ding fortzusetzen, um halt irgendwie die Klickzahlen dafür zu erhalten oder so, oder weiß auch nicht. Oder wie zum Beispiel bei Kinofilmen, ja, da wird dann auf Zwang versucht, noch irgendwie einen siebten, achten Teil irgendwie rauszubringen. Story schon total ausgeleiert, keiner kann es mehr sehen. Und trotzdem macht man das noch, weil man der Meinung ist, hey, damit können wir richtig viel Geld machen. Oder, was ich auch sehr, sehr geil finde, ist ja immer dieser, wird ja immer so schön ausgedrückt von der Filmindustrie, der Reboot der Serie oder der Reihe, der, ja, wo ich mir jedes Mal denke so, sag doch einfach, dass ihr noch mehr Geld scheffeln wollt mit dem Scheiß. Also, ganz ehrlich, es ist meistens auch Müll, ja, weil es ist einfach so ein Schwachsinn, was da teilweise fabriziert wird. Da wird dann irgendwie, jetzt hier zum Beispiel mit Spider-Man, ich muss ja sagen, ich fand die Filme absolut, also waren nicht schlecht, ich fand bloß den Darsteller, fand ich sowas von daneben, da hätte auch von mir aus Frodo Beutlin das machen können, ja, also das wäre genauso toll gewesen als Spider-Man, weil dieser komische Tobey Maguire, der aussieht, als würde er, keine Ahnung, also das geht gar nicht, ne, also wenn der irgendwie eine Gesichtsmimik wie ein Elch, der gegen Laster gefahren ist, oder gerannt ist, ja, also das geht gar nicht, das finde ich absolut nichts toll dran, also, weiß auch nicht, also da, boah, da schüttelt es mich gleich, wenn ich dran denke, so, diese Schabracke da, die da rumhüpft in ihrem komischen Kostümchen die ganze Zeit, so, ich bin Spider-Man. Ja, richtig, ja, du bist Spider-Man, ja, so sieht's auch aus. Naja, und da ist es ja so, da hat man dann ja, naja, einen richtigen Reboot hat man nicht gemacht. Die Sache ist, viele dachten das wäre so ein Reboot, aber die, also wenn man so Comics liest oder gelesen hat, also es gibt ja dann Spider-Man, dann gibt es, ich weiß gar nicht, gab es hier nicht New und Amazing, also das die neuen Filme mit dem neuen Darsteller, der noch schlimmer aussieht als Tobey Maguire, finde ich persönlich, nennt sich ja The Amazing Spider-Man. Das ist dann nicht so wirklich ein Neustart, weil das ist ein ganz anderes Comic. Es hat dann nur dieselbe Figur, Spider-Man, also ungefähr dieselbe Figur.
Das sieht man auch zum Beispiel bei den Batman-Comics. Da ist das genauso. Da gibt es zig Trilliarden verschiedene Comics von Batman. Batman of the Future, Private, hier irgendwas mit Detectives, Detective Stories. Und irgendwo in der Vergangenheit, wo er im Mittelalter und ach, weiß der Teufel, was, das ist wie bei Spawn, bei den Comics war das da genauso. Gab es dann auch irgendwann Mid-Age Spawn und ach, ich weiß nicht, das geht mir dann irgendwie zu sehr auf den Puffer. Also ich muss sagen, gerade Spawn ist zum Beispiel ja so ein Independent-Comic gewesen, ja, das gehörte nicht zu DC oder Marvel, die beiden großen, mehr gibt es auch eigentlich relativ nicht, ist von Todd McFarlane, einem der meiner Meinung nach genialsten Zeichner, also Comiczeichner unserer Zeit. Ich mag einfach seinen Stil, was er da macht. Er hat ja zum Beispiel die Sachen bei Darksiders entworfen. Die Figuren und alles mögliche, das ist entworfen von Todd McFarlane. Oder Tommy? Todd McFarlane ist das, ja, genau. Und sowas von geil. Also ich weiß nicht, ich mag seinen Stil. Naja, und jetzt bin ich gerade überlegen, was brauche ich denn jetzt für da hinten? Ich brauche mal ein paar Türen, glaube ich. Und ja, also da war es dann auch so. Das war dann wirklich am Anfang ganz gut und hat mir gefallen. Und dann irgendwann, als es dann mit diesen ganzen Untercomics, sage ich dann immer gerne, kam, ich weiß nicht. Nee, irgendwie nicht. Das hat dann mir irgendwie den Lust daran. Gut, man muss sie nicht kaufen, aber man merkt dann schon, dass irgendwie leidet dann alles andere so ein bisschen drunter. Und jetzt mal kurz gucken. Doch, das gefällt mir, weil das wird ja so eine Art kleine Terrasse, wo man sich halt raussetzen kann, so biergartenmäßig, ja, man kann sich dann so raussetzen zum Essen zum Beispiel hier dann einfach, wenn man dann hier Gast ist und man denkt sich so, ach, heute ist schönes Wetter, ich setze mich mal raus, hat hier dann auch einen phänomenalen Ausblick, wobei dieser Hügel dann auch weg muss, und hier vorne muss auch nochmal so ein bisschen gekürzt werden, ne, also das geht auch nicht. Das geht gar nicht. Also wir können unseren Gästen nicht die Aussicht versperren. Das heißt, wir zerstören lieber die Natur, ja, als dass wir unseren Gästen so einen schrecklichen Anblick da gönnen. Also erdmäßigen Anblick, sag ich mal. So ein Baum ist ja in Ordnung, aber nicht so viel Erde. Das geht gar nicht. So, kurz gucken, so in der Richtung. Ja, ich glaube, das könnte es aussehen. Ach, Mann. Da muss ich schon wieder so einen Baumstamm da reinsetzen. Also der Baum wird immer länger und länger. Vor allem, ach, sind schon zwei. Hätte ich ihn auch schon fast abholzen können. Ich glaube, das hätte bald mehr Sinn gemacht, ne? Hm. So ein bisschen. Achso, dann nehme ich das hier auch nochmal weg. Also mal gucken. Halt mich hier so ein bisschen um die Ecke rum. Weil es sieht dann, glaube ich, auch hübsch aus. Ja, genau. Und dann. So in der Richtung, genau. Da, da-dam. Wie mache ich das jetzt? Ach ja, das kann... ich kann ja noch so viel Erde wegnehmen. Boah, schön, ne? Darauf habt ihr die ganze Zeit gewartet. Ja, yeah, ja, yeah, Mr. Zogger nimmt endlich wieder Erde weg. Juhu, wei, wei. Iki, iki. Ja, epische Erdabbauaktion. Wow, das ist ein Creeper. Verdammte Axt. Die müssen wir irgendwie weglocken. Creeper. Nein. Ach, naja, egal. Warum haben wir diese Höhle da noch nie entdeckt? Weiß das einer von euch? Also die ist ja direkt hier da drunter. Wir sind ja so oft dran vorbeigelatscht und irgendwie runtergesprungen. Wir haben diese Höhle noch nie entdeckt. Da kommen auch garantiert die ganzen Geräusche her. Ist das heftig. Also wir hängen hier schon seit über 100 Folgen und haben diese Höhle noch nie entdeckt? Ach du Scheiße. Oh, knapp gewesen. Das war ein doofer Creeper. Der hatte keine Ahnung, wie das funktioniert. Der war noch neu. So ein Azubi-Creeper, ja. Wahaha. Hier müsste garantiert was dahinter sein. Wenn hier so viel Kies ist, wir wissen, Kies. Die Höhle war ja eigentlich noch, ist garantiert noch größer. Gucken wir doch gleich mal. Und außerdem kann ich Kies gebrauchen. Von daher, ich räuber den jetzt einfach mal aus. Sups. Hier mal alles wegnehmen. Die Säule lasse ich da erstmal noch kurz stehen. Die eine kann da stehen bleiben. Weil da steht ja auch unser Lichtlein drauf. Eins habe ich jetzt schon weggeholzt. Oh, hier ein bisschen abbauen. Ah, ich mag das mit Kies, weil der immer so schön nachholt. Da brauche ich mir keine Gedanken machen. Dann mache ich einfach mal so und so und so. Genau. Ja, komm, jetzt nehmen wir das doch weg und setzen das Licht hier unten dran. Hier eins und hier eins. Sollte hell genug sein, denke ich. Dass da nichts Böses mehr kommt. Ach, schön. Oh, und wir brauchen ja sowieso extrem viel Kies. Und ich hätte ja gar keinen mehr gehabt. War jetzt fast alles weg gewesen. Geile Sache. Aber wo kommen wir da hin? Kommen wir dann vielleicht irgendwo beim Tempel raus? Hm, könnte fast sein, obwohl, nee, dazu ist es nicht niedrig genug. Also auf jeden Fall viel Kies. Hätte ich nicht gedacht. Also vor allem so viel ist jetzt auch ungewöhnlich schon fast wieder.
Ob hier irgendwas Besonderes ist? Ich glaube nicht. Also dafür sind wir eigentlich zu hoch, dass hier irgendwas Besonderes an Mineralien dahinter sein könnte. Außer natürlich hier tonnenweise wirklich Kies. Das ist ja echt heftig. Ja gut, wir lassen das erstmal so. Wir wissen auf jeden Fall, hier haben wir eine Kiesmine zur Verfügung. Auch ganz schön zu wissen. Tja, und jetzt wissen wir zumindest, wo das Zombie-Gegrummel herkommt. Krasse Sache. War ja einfach so hier. Hä? Das ist uns wirklich nie aufgefallen. Das verstehe ich irgendwie nicht. Ich muss dann jetzt natürlich hier die Landschaft ein klein wenig retten, nachdem der Creeper sich daran vergangen hat. Dieses garstige Mistviech. Ich weiß nicht, also, ich mag ihn nicht. Er ist mir unsympathisch, ja? Mit dem möchte ich auch nicht spielen. Den mag ich ganz und gar nicht, den Creeper. Wird sich auch, glaube ich, nicht ändern. Also niemals nie nicht, würde ich sagen. Obwohl man soll ja immer, es wird immer gesagt, so, ah, sag niemals nie, du weißt nie, wie sich das ändert. Kennt den Satz irgendeiner von euch? Garantiert, wette ich drauf. Das ist so eine Standardfloskel, die man sich ja früher dann anhören durfte, ne? Sag niemals nie, du weißt nie, wie das kommt. Ne? Nachher hängst du dann da doch irgendwie so. Nein. Definitiv nein. So, jetzt muss ich kurz gucken. Das hatte ich ja hier abgebaut, genau. Und dann wollte ich ja eigentlich... Genau, ich nehme mal die Ecke hier weg. Das können wir doch so machen, ne? Genau, nehmen wir das hier einfach so weg. Das gefällt mir. Mehr Aussicht, mehr Gäste, würde ich sagen. Also je besser die Aussicht, desto besser wird's. Ja, dann kann ich auch gleich den Kies da noch mit wegräumen. So, genau. Dann würde ich sagen, das hier noch mit weg und... Ja, so in der Richtung ungefähr. Das passt ja dann. Oder? Ja, doch. Das geht. Genau, und den Kies wollte ich jetzt wegnehmen. Den muss ich dann durch Erde ein bisschen ersetzen. Also es ist jetzt einfach nur Erde drauf. Dass, wenn wir dann später den Kies benötigen, den können wir den einfach abscheffeln. Weil er sitzt ja dann hier direkt da drunter. Sehr schön. Oh, wie geil. Kies. Wir haben Kies. Sehr schön. Ich sollte vielleicht nicht singen, ne? Es hat echt keinen Sinn. Ich sollte es wirklich lassen. Was ich hier wieder nur alles euch antue, ja? Ach, ich brauche eure Ohren hier gerade für irgendwelche komischen Lieder, die ich dann gerade trillere. Vor allem hören sie sich noch nicht mal gut an, ne? Das, wenn es wenigstens das wäre, wenn sie wenigstens gut klingen würden. Aber das ist es ja noch nicht mal. Ach so, nee, du musst hier weg. Genau wie du und du. Dann muss ich hier gucken, dass ich irgendwie so eine Art Silhouette reinkriege. Ja, das könnte vernünftig aussehen, glaube ich jetzt zumindest. Genau, dann nehmen wir den Stein hier weg und setzen da Erde rein. Fällt das, glaube ich, nicht mehr so auf, ne? Sowas in der Art? Mal schauen, die Erde noch mitnehmen. Ach, hier liegt noch Kies. Ha, wie unerwartet, da liegt Kies. So, jetzt muss ich mir das irgendwie angucken. Ja, das ist so schwer einzuschätzen jetzt gerade. Geht das denn? Also wir müssen noch oben vom Fenster gucken. Jetzt sollte man doch deutlich mehr sehen. Also hier auch allein schon von dem Fenster. Genau, wir können noch besser raufgucken, dadurch, dass wir es weggenommen haben. Sehen noch mehr von dem Ozean. Und von der Terrasse aus sollte man natürlich jetzt einen bombastischen Blick haben. Ja, sieht auch ganz schön aus da unten jetzt hier. Und wenn wir den Hügel wegnehmen, hat man natürlich, wenn man hier, ich denke mal, das wird der beliebteste Platz bei den Gästen werden, hat man natürlich den geilsten Überblick überhaupt. Na gut, hier hinten würde man dann später kleinen Kleckersdorf sehen können. Ah, auch gut, aber das ist natürlich viel, viel besser. Ich esse mal was, stehe ich gerade, denn ich würde auch gerne, ja, den Hügel da unten, den nehme ich weg, wenn wir dann das hier fertig haben. Das mache ich jetzt nicht. Ich glaube, es wird schon wieder dunkel, ne? Ja, 6 Minuten sind schon wieder rum. Yay! Klasse. Na komm, los, lauf! Ach, schön. Also ich muss sagen, also so macht Terraforming Spaß, ne? Wenn man dann irgendwie was entdeckt nebenbei und dann irgendwie das so weit verändern kann, jetzt wie hier zum Beispiel mit der Aussicht, dass man das so schön sieht. Oh, aber das ist echt... Also ich schätze mal so in 20, 30 Folgen wird man hier, wenn man dann... Ja, ich weiß jetzt nicht, wie lange ich brauche. Das ist jetzt die Sache. Es lässt sich schwer abschätzen, wie lange wir für das kleine Kleckersdorf benötigen werden. Aber ich denke mal so in 20, 30 Folgen wird man da nicht mehr viel so erkennen von früher. Das wird ja radikal alles geändert. Wir werden komplette Berge umsetzen. Nein, natürlich nicht. Keine Panik. Also das auf keinen Fall. So, ja, doch, das geht. Jetzt ist nur die Sache, habe ich jetzt alles dabei? Eigentlich schon. Also ich bin jetzt so ein bisschen überlegen gewesen, wie machst du jetzt den Boden?
weil wir haben ja jetzt schon recht viel Holz ringsrum. Das heißt, hier ein Holzboden würde sich gar nicht anbieten. Und ich habe auch überlegt, Holzboden wäre sowieso total Schwachsinn, weil, naja, wir haben es ja so, hier wird ja viel getrunken und gegessen. Und Leute kleckern immer ziemlich gerne. Und vor allen Dingen, wenn sie von irgendwas ein bisschen zu viel haben, dann kauen sie auch gerne mal wieder rückwärts. Und mit Holzboden ist es ein bisschen doof. Das zieht dann da ein, quellt auf und wird so ein bisschen komisch. Müssen wir alles rausreißen, wieder neu machen. Das ist doch viel praktischer, wenn wir einen Steinboden haben. Da kippen wir einfach so ein Eimer Wasser rüber und schwuppdiwupp sieht das wieder vernünftig aus. Deshalb machen wir da einen Steinboden rein. Und dann kann ich auch mal gleich irgendwo gucken, dass ich den Anschluss zum Keller mache. Ich glaube, den würde ich gern hier machen. Ja, den mache ich aber nur eins breit, genau. Dann geht man hier runter. Genau. Oh, jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass ich da nicht in der Höhle rauskomme. Das wäre doof. Weil hier muss ja ein Keller drunter. Oh, also ist ganz schön weit weg hier, ne? Jetzt da hinten. Ah, okay, jetzt sind wir draußen. Das ist jetzt erstmal nur so grob zur Orientierung, ob ich den... Ach, der Fresh Prince, hallo. Dass ich ungefähr weiß, wo, denn der Keller wird ja doch ein bisschen größer, weil da muss so viel rein. Da kommt schon, also das da hinten wird dann auch der Lieferanteneingang, ne? Wenn die dann kommen mit irgendwelchen neuen Lieferungen, dann können die da hinten das alles einfach einwerfen, ohne dass hier die Gäste belästigt werden und davon was mitkriegen, denn muss ja immer so ein bisschen dezent gemacht werden. Der gemeine Gast möchte einfach nur in Ruhe essen, trinken und schlafen, ohne dass er mitbekommt, wie irgendwas Organisatorisches dort im Hotel erledigt wird oder in der Gaststätte Herberge, wie auch immer. Obwohl ich glaube, zu den Zeiten damals hat das nicht so die Leute interessiert wie heute. Heute ist ja, man möchte einfach wirklich gar nichts mehr damit zu tun haben, am besten irgendwie einfach nur noch faul auf der Haut liegen. Wobei ich immer sagen muss, also diese Urlaube, wo man einfach nur so faul auf der Haut liegt, das wäre mir zu langweilig. Also das wäre absolut gar nicht mein Ding, denn faul zu Hause rumliegen, also faul rumliegen kann ich auch zu Hause, so wollte ich das sagen. Dafür brauche ich dann nicht irgendwie teuer Geld ausgeben, um dann irgendwo an einem anderen Ort voll rumzuliegen. Also wenn, dann möchte ich auch gerne da was sehen und immer versuchen, irgendwas zu erkunden. Ja, kann man wirklich so sagen. Also irgendwie landschaftlich, kulturell und irgendwie interessante Sachen. Also irgendwelche Sehenswürdigkeiten, halt irgendwie so ein bisschen rumfahren, sich das alles mal angucken, das Land. Weil, ja, ansonsten, warum fährt man sonst hin? Obwohl ich weiß, es gibt genug Leute, die fahren halt in Urlaub, weil sie sich gerne irgendwo einfach in die Sonne legen. Und der Meinung sind, das ist total entspannt. Ja gut, muss man dann, also nicht, dass jetzt einer denkt, so, ich verteufel das total oder irgendwie, er hat da so ein mega negatives Bild von. Nö, es ist halt nur nicht mein Ding. Also ich könnte es nicht. Letztendlich ist es aber auch so, jeder hat ja, ich sag mal, seine eigenen Bedürfnisse. Was er braucht, was ihm gut tut, wie er am besten mit einer Situation umgehen kann oder wie er am besten, also entspannen kann, kann man vielleicht eher sagen. Naja, und da muss man halt gucken. Und wenn dann so ein Urlaub einem besser liegt, ja gut, warum dann nicht? Also, dann bitte, also dann tu er dies. So, ich brauche jetzt ganz viel Stein. Habe ich denn hier genug drin? Dann kann ich den gleich mal tauschen gegen Erde. Ja, hier nehmen wir, war das Erde? Doch, das war alles Erde. Hier, die ganze Erde kam mal raus. Eieieiei. Das ist schon ein bisschen was zusammengekommen, würde ich sagen. Das heißt, wir könnten auch durchaus den Vulkan jetzt mittlerweile schon fast künstlich aufschütten. Obwohl, nee, dafür wird es niemals reichen. Also, zumindest jetzt aktuell nicht. So. Dann machen wir erstmal hier den ganzen Steinboden. Ich glaube, also wenn wir das gerade mal aktuell so sehen, das sieht doch ganz hübsch aus. Vielleicht mache ich noch einen Teppich rein an bestimmten Stellen. Wir könnten natürlich so einen Eingangsteppich machen. Das ginge natürlich. So einen zentralen... Boah, ja, genau, wir machen einen Teppich zu den einzelnen, also hier, das hätte doch was. Und da, wo die Tische sind, da ist halt kein Teppich. Das ist eine geile Idee. Ja, ja, doch, ich werde langsam besser. Jetzt eben mal gesehen, da konnte man kurz durchgucken, da hinten ist irgendwo eine große Höhle. Weiß auch nicht, warum das manchmal passiert. Aber, na gut, okay, dann soll das halt so sein. Hier kommt ja irgendwo der Schalter hin, da braucht er nichts. Jetzt muss ich kurz gucken. Soll dann hier hinten auch ein Teppich hingehen? Eigentlich schon, ne? Da muss ja eigentlich auch ein Teppich hin. Denn immerhin sitzen da hinten auch Gäste, die müssen dann irgendwo hinkommen. Ich würde sagen, wie gesagt, direkt unter den Tischen machen wir keinen Teppich. Das, glaube ich, würde am besten aussehen. Ist nur die Sache, welche Farbe nehmen wir? Ich glaube, wir haben noch relativ viel Orange. Aber ob das unbedingt so geeignet ist als Farbe dafür? Hier ist mir ein bisschen zu dunkel. Ich mag das nicht, wenn es so dunkel ist. Nee. Muss ja nicht sein.
Ah, ja, die Farbe dafür. Also grün würde garantiert nicht gehen, falls einer der Meinung ist, hey, mach doch grün. Nein, mach kein grün. Das sieht nicht aus. Also bitte. Das kannst du nicht reinhauen, kannst ja keinem zeigen. Also das ist. Habe ich die normale Steintreppen? Habe ich gar nicht dabei, ne? Da muss ich mal gucken, weil ich würde gerne. Oder mache ich die aus Holz? Nee, die mache ich aus Holz. Ein bisschen abheben sollte ich dann doch nach wie vor noch. Aber wenn ich das jetzt auch nur aus Stein mache, dann sieht das auch wieder ätzend aus. Oh, Schaufel schon wieder hin. Oh, Schaufel hin. Sogar traurig. So total emotionsgeladen, ja. So richtig überzeugend kam das, glaube ich, rüber. Also, wenn einer der Meinung ist, das war Oscar-reif, ihr könnt mich dann gerne für den Oscar nominieren. Ich nehme dann den Preis dankend entgegen und das Geld, was damit verbunden ist. Ich weiß gar nicht, ist damit Geld verbunden? Ich glaube, ach, nee. Ich habe schon was in denselben Fehler gemacht wie vorhin. Kurz gucken, kann ich hier noch Erde? Ja, ich bunkere hier nochmal Erde rein. Und irgendwas wollte ich noch mitnehmen. Holztreppen. Ach so, Holztreppen muss ich erst machen. Haha. Geht ja nicht so. Die kann man nicht einfach so irgendwo finden. Ach, das wäre schön, ne? Einfach so Holztreppen finden irgendwo. Ach, das wäre klasse. Mache ich gleich mal ein paar. Dazu brauche ich Holz. Ich glaube, das reicht. So viel brauche ich davon nicht. Sehr schön. Weil es ja nur eine kurze Treppe runter. Jetzt bin ich natürlich am Überlegen, ob ich den Hauptkeller etwas anders mache. Also nicht, dass er nur eine Raumhöhe von 3, sondern vielleicht sogar von 4 oder 5 hat. Ich glaube, 5 muss es schon sein, Raumhöhe. Denn der Keller muss ja einige sehr tolle und interessante und wichtige Dinge vor allen Dingen für die Wirtsleute hier, also für den Wirt und seine Familie, die hier dann das Ganze betreiben, also für die Gaststättenbesitzer, beinhalten. Also da muss ganz schön viel drin sein in dem Keller. Oh Mann, 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 Mann. Da muss ich auch noch gucken, wie ich das vernünftig anlege. Dass das gut rüberkommt, sagen wir es mal so. So, genau. Und dann muss ich gleich mal gucken mit dem Teppich. Also weißen Teppich, das würde auf gar keinen Fall gehen. Das wäre so ein absolutes No-Go, sage ich mal. Das ginge gar nicht, weil wenn die hier reinlatschen mit ihren dreckigen Füßen, kommen gerade vom Friedhof, ne? Leichenschmaus, haben wir schon gesagt, kann ja dann hier auch gemacht werden. Und dann haben wir diese dreckigen Schuhe und kommen dann hier rein, die machen uns den kompletten weißen Teppich dann hinüber. Das kriegst du nie wieder raus, was die dann da reinlatschen. Nee, das muss ich nicht haben. Nicht in unserer Gaststätte. Genau, so, Erde. Ja, also das müsste dann wirklich noch tiefer. Dann hauen wir das gleich mal tiefer, dann sehen wir auch. Ich denke mal, dann werde ich die Höhle da unten zumachen müssen, denn die wird da garantiert mit in Beschlag genommen. Wie viel haben wir jetzt Raumhöhe? So, 1, 2, 3, 4. Ja, da muss noch eins tiefer. Genau. Nehme ich gleich mal hier so ein bisschen mehr weg. Ja, ich weiß, ich habe die Spitzhacke dafür genommen. Ich wollte es nicht gerade wechseln, deshalb. So ein bisschen faul gewesen. Genau, und das wäre dann die richtige Höhe für den Keller. Also wenn wir dann hier anfangen auszuhöhlen. Puh, es kann spannend werden. Ja, aber das muss sein. Also wenn ich überlege, das wird sonst zu klein für die Dinge, die wir denn da brauchen. Wenn ich jetzt hier mal so hoch. Ja gut, oh, da kommt schon wieder so viel Erde beisammen. Boah, verdammte Axt. Also wir sehen es, ne? Das wird wieder ein Geklöppel. Puh, das wäre vielleicht auch noch was. Ja, wohl, das geht. Das kriege ich noch alleine hin. Da brauche ich nicht jetzt unbedingt die Feder für. Es ist halt nur so ein bisschen gefährlich hier, ne? Kann ich hier noch den Stein davor hängen? Ja, dann kann man noch vernünftig lang gehen. Sehr gut. Das wäre dann hier, okay. Ich glaube, da muss ich hier den Schalter hinmachen, den Tresen. Ich setze den mal kurz hier, also gegenüber der Tür, ne? Wenn die dann reinkommen. Ist nur die Sache, jetzt muss ich hier irgendwie zusehen, dass das. Muss ich zusehen, dass ich das zumache, würde ich jetzt gerade sagen. Aber es hört sich ein bisschen doof an, ne? Ja. Ja, wir gucken mal. Ja, ach so, ja, der Hinweis übrigens. Ich halte da mal kurz inne, dass sich alle konzentrieren können. Hallo, kurz Konzentration, bitte. Ding, 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 ding. So Trommelwirbel, so. So, also, der heutige Hinweis für das kommende Let's Play, dieses mysterische, diese mystische, nicht mysterische, ist. Das Ganze ist ein, sagen wir so, es ist irgendwo ein bisschen Adventure, Rollenspiel, Shooter drin. Das ist so ungefähr das, wo man sagen kann, ja, das ist ungefähr das Genre. Ja, also das ist so ein kleiner Hinweis, das engt das Ganze schon wieder ein bisschen ein. So, und dann gucke ich jetzt mal, jetzt wollte ich, blum, 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 was wollte ich jetzt machen?
Jetzt habe ich vergessen, was ich machen wollte. Na, super. Dankeschön. Ja, zum Beispiel übernachten, weil es wird wieder dunkel. Das wäre doch eine gute Idee. Verdammt, jetzt habe ich echt vergessen, was ich machen wollte. Ich kann natürlich noch nicht schlafen. Ist zwar schon eine Stockduster, aber wir können das noch nicht. Also es sieht sehr, sehr hübsch aus. Ah, doch, jetzt weiß ich wieder, was ich machen wollte. Jetzt ist mir gerade wieder eingefallen, wo ich da das Gasthaus gesehen habe. Ich muss dann noch überlegen, wie ich den Gastwirt denn da nenne. Also oder das Gasthaus. So das Gasthaus zur windigen Schlange oder zum kleckernden Emu, irgendwie sowas. Irgendwie sowas in der Richtung. Ich glaube aber, davon habe ich noch ein... Da ist eine Druckplatte. Habe ich davon noch irgendwas? Eine Falltür. Ja, aber ich brauche ein paar Falltüren. Was heißt ein paar? Es sind schon ein paar mehr jetzt mittlerweile. Wie viel haben wir jetzt? Jetzt haben wir 5. Könnte hinhauen. Gucken wir mal. Ach, wird das schön. Das wird sowas von genial. Und Wolle. Wo habe ich eigentlich die orangene Wolle? Habe ich die jetzt in den großen Keller gepackt? Ach nee, hier. Siehste. Gelbe Blumen habe ich noch. Bräuchte ich nur rote noch irgendwo. Ah, die lassen sich finden. Ich glaube, da hinten, wo wir alles angesät hatten, da waren auch rote Blumen mit dabei. Dann können wir schnell mal orangene Wolle machen. Ich gucke erstmal, wie das mit dem bisschen aussieht hier, was wir da haben. Ob das sich als Teppich denn überhaupt eignet. Sowas Helles. Oder ob wir eher irgendeinen Braunton nehmen. Obwohl ich glaube, ich möchte eigentlich nicht so wirklich einen Braunton nehmen. Wir haben schon so viel Braun da drinne. Und ich muss sagen, doch, wir nehmen die orangene Wolle. Das heißt, ich renne hier gleich mal ratzefatz los und besorge mir ein paar Blümchen. Hier sind zum Beispiel zwei gelbe. Das muss nicht sein. Ich brauche sowieso noch ein paar mehr gelbe. Also... Nur das bisschen, was ich da drin hatte, wird nicht reichen. Genau. Dann habe ich drei hiervon. Es gibt, das reicht doch nie im Leben. Ich brauche noch mehr Rot. Haben wir nicht noch mehr rote Blumen gehabt? Ah, doch, da sind noch welche. Puh, weil wir kriegen ja aus einer Blume immer zwei Färbemittel. Können wir gleich mal schauen. Hier, kann ich mal zeigen. Da sehen wir es halt. Zwei Färbemittel kriegen wir raus. Und das wären jetzt dann 10 Wolle. Ja, sind wir schon mal 12. Mal kurz gucken. 16. Nee, das reicht. Das reicht noch. Lange nicht. Ach, das sind nur gelbe Blumen da oben. Ich dachte schon gerade sonst was. Und immer noch diese Schafe und die Kuh, ne? Die hängen da immer noch auf diesem... die werden wir nicht los. Ich glaube, in Äonen sind die noch da oben. Und werden sich da rumtreiben und irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich oben... langsam, ganz mit der Ruhe. Tief durchatmen. Ja, die werden wahrscheinlich alles beobachten, aufzeichnen für die Nachwelt, ja, festhalten, dokumentieren oder machen sich einfach nur lustig über uns. Das kann auch sein. Also ich muss sagen, der Schornstein geht, ne? Also die Flammen, die da rauslodern, man sieht es leider nicht so wirklich rauchen. Das finde ich schade. Also hier so ein bisschen. Das wäre schön, wenn man das noch höher stellen könnte, dass das mehr raucht. Also zumindest an einzelnen Stellen. Das wäre doch mal was, ja? Was ich zum Beispiel auch geil fände für ein zukünftiges Update bei Minecraft... was ich sogar relativ wichtig finde, weil ich viele Sachen im Kopf habe, wo ich mir denke, oh, das würde ich so gerne bauen, es aber einfach nicht geht, ist, dass Wasser einen gewissen Bereich auffüllt. Also zum Beispiel, hier, sagen wir einfach mal diesen Raum, ja? Wir würden dann da oben eine Wasserquelle setzen. Dann würde das Wasser ja nur hier runterfließen und dann hier so flach am Boden lang. Ich fände es total geil, wenn man da oben eine Wasserquelle setzt, der Raum ist ja sonst zu, und das Wasser fließt dann hier rein und füllt diesen Raum halt bis dahin zum Rand. So wie das halt normalerweise auch ist, wenn man dann Wasser, also wenn man die Rohrleitung kappt und dann halt ins Zimmer legt, ne? Von oben durch die Decke und alles zumacht. Dann läuft das Zimmer auch voll. Das fände ich sowas von genial, wenn das ginge, weil wir könnten, also man muss überlegen, man könnte einen richtigen Staudamm bauen, der auch funktionieren würde. Ja? Also wie geil wäre das denn bitte? Oder auch zum Beispiel viel, viel coolere Erntemaschinen. Weil ich habe das die Tage gemacht, ich habe ein bisschen am PC gedaddelt vor kurzem. Und wollte dann, habe so überlegt, so Mensch, ja hier, so Kakaobohnen dann gefunden und relativ viel Getreide gehabt und so, Mensch, wie machst du das jetzt? Eigentlich würdest du gerne eine richtig große Erntemaschine machen, die aber sehr wenig Platz wegnimmt, also wo viel abgeerntet werden kann auf relativ wenig Fläche und das Ganze dann auch automatisch. Ja, und dann habe ich festgestellt, so Mensch, dazu bräuchtest du diese Funktion, dann wäre das super einfach lösbar, also echt, ist wirklich so, also das wäre... in 0, nix wäre das erledigt gewesen. Ich hoffe, ich habe unten weiße Wolle. Ansonsten muss ich wieder zurück. Ich weiß auch gar nicht, warum ich hierher gegangen bin, muss ich ehrlich sagen. Naja, irgendeinen Sinn werde ich da garantiert schon gehabt haben. Irgendeinen Grund.
Wahrscheinlich nicht, ne? Eher nicht, würde ich mal sagen. Irgendwas verzaubern? Ja, zum Beispiel... Ach nee, die ist schon verzaubert. Ah, siehste. Nee, nee, nee. Haben wir schon gemacht. Haben wir schon. Schon alles erledigt. Ach ja, ich wollte, glaube ich, Knochen mitnehmen. Aber ich denke mal, 28... 28 sollte reichen. Irgendwas plätschert doch hier. Wo ist jetzt... Ach so, das ist in der Monsterfalle gewesen. Ah, ich dachte schon gerade. Puh, kurz wieder verschnaufen. Die Wolle hatte ich, glaube ich, hier in der Kiste gelassen, die weiße Wolle. Ja, hier war auf jeden Fall noch welche drin, ne? Ja, genau, 61 Stück. Das reicht locker. So, kurz schauen. Das müsste ja dann... Hier, genau. Und Button Smashing! Also ich bin mal sowieso gespannt, wer das denn alles errät, also wer dieses Spiel errät, muss ich sagen. Also ich bin da so ein bisschen so, auch so ein bisschen gespannt, wer denn drauf kommt und vor allen Dingen wann und zu welchem Zeitpunkt. Also wie früh oder wie spät das erraten wird. Und was mich ja interessieren würde, können wir mal so machen, falls ihr mal heute wieder so ein bisschen kommentarlustig seid, weil ist ja Sonntag und da hat man ja ein bisschen mehr Zeit in der Regel. Was würdet ihr denn mit den 800 Points machen, wenn ihr sie gewinnt? Habt ihr da schon eine Vorstellung, was ihr damit machen würdet? So ein bestimmtes Arcade-Game oder Add-on euch kaufen? Was wäre denn da so euer Plan? Das würde mich mal interessieren. Also nicht, dass ich neugierig wäre, ne? Nein, auf keinen Fall. Orks sind nicht neugierig. Das muss ich nur gucken. Wenn ich jetzt hier... Genau. Ja. Nein, irgendwie nicht. Das geht gar nicht. Verdammte Axt. Oder? Doch, doch, das ist genug Platz. Da ist genug Platz. Sehr schön. Wofür brauchte ich jetzt eigentlich die Falltüren? Ach ja, stimmt. Um das hier zuzumachen. Genau. Dass man hier halt nicht runterfällt. Das ist mir halt sehr wichtig. Und dann... Genau hier kommt das hin. Jetzt muss ich nur gucken, welchen Stein ich dafür nehme. Für hier dazwischen. Schwierig, schwierig, würde ich sagen. Den setze ich aber mal zumindest aus ästhetischen Gründen, den dann auch hier hin. Und das ist die Sache, nehmen wir dafür vielleicht eine Wolle? Das können wir natürlich auch mal, wir könnten irgendeine dunkle Wolle nehmen, wenn ich denn davon noch irgendwas hab. So schwarz oder ganz dunkles Grau wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Weil halt nicht immer nur, ich möchte mal so langsam ein bisschen was anderes machen, als immer nur mit Holz und denselben Materialien arbeiten. Ich hätte braune Wolle. Wir können mal gucken, wie das mit brauner Wolle aussieht. Weil ich kann ja nichts dunkel färben. Wir haben ja keine Tintenfische und nichts. Obwohl, wenn wir eine dunkle Wasserquelle machen. Also ich sag mal so ein Teich, der jetzt, was weiß ich, am besten 3 tief ist. Und wo nur der Teich ist in einem dunklen Raum, dann müssten da auch Tintenfische spawnen. Jetzt will ich mal gucken. Das reicht wahrscheinlich nicht. Nee, da fehlt mir eine einzige braune Wolle. Aber ich muss sagen, insgesamt sieht das geil aus. Doch, das lasse ich so. Also mit der braunen Wolle, das gefällt mir richtig gut. Da hat man dann ja hier den Tresen, wo die dann ankommen können und so, hey, hier, blablabla, Keule, ne, wie geht's denn, was geht ab? Und sehr schön. Obwohl, ich muss sagen, Inneneinrichtung, da muss ich nochmal gucken. Ich habe ja schon mal eine Gaststätte gebaut, wie ich das da gemacht habe. Ich weiß es gerade nicht mehr. Überhaupt gar nicht. Und ich werde ein bisschen auf Schaftour gehen. Ich glaube, wir haben's. Ah, die Sonne geht bald unter, aber egal, wir gucken mal da hinten hin. Beim Hafen, da waren ja immer welche. Vielleicht haben wir Glück und da ist jetzt ein braunes Schaf. Ach, ich kann schon wieder nicht rennen. Das ist ja klasse. Ist sowieso ganz gut. Wenn wir da mal hingehen, können wir auf dem Rückweg dann nämlich auch gleich mal wieder Melonen holen. Wir sehen, unser Vorrat ist auch da arg zur Neige gegangen. Übrigens, falls sich der eine oder andere wundert, ja, wir sind ja schon ein bisschen drüber. Ich mache die Sonntagsfolge jetzt heute mal absichtlich ein klein wenig länger. Möchte da euch doch ein bisschen mehr verwöhnen, ein klein wenig was Gutes zukommen lassen. Ja, und ihr könnt ja dann noch grübeln und vielleicht hoffen, dass ich noch irgendeinen anderen Hinweis gebe. Muhaha, wird nicht der Fall sein, definitiv nicht. Ich muss gucken, ist hier vielleicht noch irgendeine farbige Wolle? Ja, hier ist doch noch braune. Ist das geil. Oh, und so viel Redstone. Steinziegel. Oh, Steinziegel nehme ich mal mit. Also wir haben hier noch massenhaft coole Sachen drin. Und vor allen Dingen halt auch wichtige Sachen, so wie ich das gerade sehe. Also hier auch noch jede Menge Eisen und... Hier ist noch mehr braune Wolle. Ach hier, bemooster Stein noch und tonnenweise weiße Wolle. Puh. Also hier ist wirklich allerhand noch. Also wir sind noch sehr, sehr gut ausgerüstet mit allen möglichen Sachen. Sehr schön. Das gefällt mir doch. So, hüpfen. So ding, 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 ding. Ich habe jetzt ein paar Äpfel dabei, das heißt, ich werde mir jetzt keine Melonen holen.
Das mache ich dann vielleicht in der nächsten Folge. Der Freak ist online. Ah, hallo, der Herr Freak. Der Freak. Hm, wie manche immer sagen. Ich finde es so schlimm, wenn manche Leute sie wollten. Also es ist so wie zum Beispiel, kennt ihr das? Ich weiß gar nicht, habe ich das schon mal gesagt irgendwie? Kann sein, dass ich das vor 100 Folgen schon mal gesagt habe, aber ist egal. Ist sowieso dann schon viel zu lange her. Die Leute, die Chemie sagen oder, ja, es ist so Chemie und ja, das ist so, geht gar nicht. Ja, also so, ich weiß nicht, ich hasse das, wenn ich das dann höre jedes Mal so, ja, in der Chemie wird gesagt, dass die kinetische Energie, weißt du was, lernen vernünftig sprechen, das heißt Chemie, ja, wie die Schlange, oder wie ein Creeper, bloß eben ohne das Boom danach, aber es heißt Chemie. Nicht Chemie. Sagst du auch Kev oder Chirurg? Ich weiß nicht, ich glaube, wenn du zu deinem Chef angehst und sagst, hey Kev, ich glaube, der wird dir so eine pfeffern, wenn du das machst, ja, also dann, oh, also weiß nicht, es war so gerade so im Aufreger, aber ich habe das vor kurzem gehört und hat wirklich jemand die ganze Zeit darauf bestanden, es würde Chemie heißen. Also ich hätte wirklich ausholen können, sowas von. Da hätte ich am liebsten gerne irgendwie unseren Zwergenstreitkolben rausgeholt, ja, den wir bei Skyrim immer dabei haben und hätte ihm einmal von oben nach unten richtig schön eine übergezogen. Aber darfst du ja nicht machen. Gibt's ja hier Ärger und die Leute verstehen das ja dann auch nicht, warum man das gemacht hat. Warum hast du das gemacht? Weil du Scheiße laberst, Freundchen. Ganz ehrlich, du laberst Mist. Ja, man muss ja immer menschenfreundlich bleiben. Also wir Orks haben da relativ schwer. Also und die Beherrschung zu behalten, das ist dann schon nicht einfach. Also in manchen Momenten möchte man einfach wirklich so den Blutrausch voll rauslassen. Ja, die ganzen angestauten Aggressionen, aber man darf ja nicht. Menschen sind da immer so empfindlich, was das angeht. Das ist ganz schlimm. Also so wie man dann irgendwas sagt, dann fangen die gleich an zu flennen und rumzuweinern. Das ist sowieso ganz, ganz grausam. Ja, das reicht das denn, dass ich daraus noch Glasscheiben? Ich glaube ja. Weil ich brauche mal ein paar Glasscheiben. Ich glaube, die Fee hat den Rest, das restliche Glas letzter mitgenommen, ne? Hat die wieder unser Glas gemopst? Also die hat sowieso Lapis Lazuli, alles mögliche hat sie ja mitgenommen, glaube ich. Oder das letzte Lapis Lazuli verwendet. Ich weiß gar nicht. Ist ja auch nicht schlimm, wir können ja ständig Neues herstellen, also zumindest Glas. Ich glaube, irgendwo haben wir hier auch noch Sand drin. So, dann mal noch da oben. Also ich will jetzt nicht die Fenster setzen. Nicht, dass einer denkt so, ah, jetzt setzt er die Fenster rein. Nee, ich will die Umrandung machen, also die Terrasse praktisch. Die Dachterrasse oder halbwegs Dachterrasse, kann man das so sagen? Na, irgendwie nicht, ne? Also die hier. Was habe ich denn gerade gehört? Jetzt hat irgendwas hüppelt hier. Komisch. Ganz, ganz seltsam, würde ich sagen. Hat nicht ganz gereicht, aber man hat schon mal einen guten Eindruck. Und ich muss sagen, sieht doch wirklich hübsch aus, oder? Wenn jetzt, wie gesagt, dieser kleine Hügel da vorne noch weg ist, dann wird das echt genial werden. So, hier drinnen gefällt mir ganz gut. Hier muss ich noch überlegen, wie ich das vernünftig Oh, doch, da habe ich eine Idee. Habe ich noch Zäune? Nee, ich habe kein... Ach, verdammt, ich habe immer das, was ich brauche, habe ich nicht dabei. Das nervt auch so ein bisschen, ne? Nur so ein bisschen, so ein Fitzelchen. Wo waren jetzt Zäune? Hier ist nichts. Hier habe ich ein paar Zäune und Druckplatten. Ah, ja, okay, zwei Zäune sollten mir reichen. Nicht Druckplatten hier, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Ne? Genau, richtig. Ihr habt's erraten. Ganz toll. Halt diese Holzstufen. So. Dann setzen wir das hier hin. Ich bin noch überlegen, ob ich das 1 hoch mache oder 2 hoch. Also ich probier's mal aus mit 1 hoch. Doch, das sieht doch ganz hübsch aus, oder? Wenn es hier 1 hoch ist. Ja, das ist dann hier so rei rum, wo man halt reingehen kann, so, ey, Barkeeper, gib mir noch mal eine Flasche Wässerrumpchen, ne? Irgendwie so. So ungefähr hören sich die Trunkenbolde ja immer an. Also ganz, ganz schlimm. So, also mal gucken. Ich werde das nochmal kurz mit dem Tresen da fertig machen. Ich schätze mal, spätestens wenn die Fee dann morgen dabei ist, dann wird die uns sowieso was husten. So von wegen so, wie konntest du nur? Das sieht doch gar nicht aus. Hier, warte, ich nehme das mal gleich mal an mich. Bin ich nicht schade drum, wenn die Fee da, ich sag mal, ihre kreative Ader mit einfließen lässt und uns da ein bisschen hilft. So. Aber ich denke, das geht. Ich glaube, das sollte die Qualitätsprüfung überstehen. Also, hoffe ich jetzt. Oh, geht sogar genau auf. Ja, dann kann man halt hier so aufklappen, ne? Geht hier so durch. Wenn man denn seinen Dienst hat und dann wartet man so auf die Gäste und so. Und muss ja halt auch ein bisschen unterhalten, ist ja klar. Und dann kann man halt hier in den Keller runtergehen. So, und kann dann hier halt, was weiß ich, den Wein nachfüllen oder sowas. Wie gesagt, Keller kommt ja noch.
So, tja, ich denke, wir warten mal hier auf die ersten Gäste. Ich will jetzt dann doch nicht zu viel machen, weil ich würde dann doch lieber gerne mit dem Tempel weitermachen. Das machen wir, wie gesagt, dann morgen. In diesem Sinne, euch noch einen schönen Restsonntag. Genießt die freie Zeit noch. Morgen geht's ja wieder los. Und wir sehen uns dann auch hoffentlich morgen wieder. In diesem Sinne dann, bis dahin, euer Mr. Zogger.